Sven Kirchhofer, Uhren- und Bijouterie im Le Biel und Sandgebrück. Best Service for you. Ciao zusammen, wir sind die schweizerdeutschen Synchronstimmen von «La Quelle Le Mans», «Lola Dude». Und ihr schaut «Vibration» auf Télébilingue. Viel Spaß. Ciao zusammen, ich bin der Kutze von Trubas Kater hier am Orgundag Festival und ihr schaut die Sendung «Vibration» auf Télébilingue. Hallo zusammen, ich bin der Henne für Vibration und habe das grosse Glück, mit meiner Band hier im Ort Bundart auf der grossen Bühne aufzutreten. Habt viel Spass beim Schauen von dem der Sendung. Das Jahr ist 2018 und wir befinden uns am Orbundart hier in Orbund. Das Jahr freue ich mich besonders speziell, weil der verlorene Sohn ist endlich wieder zurück. Der Loristin. Salut, Benny. Hey, pas mal, Benino. Nicht so schlecht. Ja, der erste Künstler, den wir euch vorstellen wollen, hat seine Karriere nicht in seinen Teenies, nicht in seinen 20er, sondern in seinen 40er Jahren gestartet. Der Henna ist ein Seeländer und schreibt eingängige Mundarttexte. Ja, ich glaube, den Rest muss der Familienvater uns selber erzählen. Darum gehen wir jetzt zu ihm ins Interview. Wie vorangekündigt sitzen wir jetzt beim Henna. Salut Henna. Salut Ben. Ist es fast ein Heimspiel für dich? Du wohnst, glaube ich, in Busswil, also ein Katzensprung. Macht dich das eher nervös oder freust du dich so richtig, richtig? Ja, ich freue mich richtig, richtig, richtig. Also, es spielt nicht so eine Rolle, wo das ist, ob es nach von daheim ist oder nicht. Aber es ist ein riesen Event für uns. Super, dass wir da sein dürfen. Mit 40 hast du, oder Mitte 40 deine Solo-Karriere gestartet. Wieso nicht mit 20? Hat das damit zu tun, dass du vorher noch in einer anderen Band gespielt hast, in einem Kollektiv? Nein, ich habe vorher ganz viele andere Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel mit 25 alles verkauft in der Schweiz und habe ein Velo gekauft und bin fast 2 Jahre durch die Welt gereist und habe andere Pläne gehabt, dann, obwohl Musik immer eine Bedeutung hatte und eine kleine Gitarre bei mir auf dem Velo. Aber ja, mein Leben ist so verlaufen und jetzt ist es mehr Schwerpunkt Musik. Und eine Zeit lang war es mehr Schwerpunkt Sport gewesen, aber es ist okay, so wie es ist. Hat die Reise, das Reisen, hat dich das noch mehr motiviert, um Musik zu machen? Ja, man sagt ja, Reisen bildet und es tut dem extrem den Horizont auf. Und ich habe gemerkt auf der Reise, dass Musik eine internationale Sprache ist. Dass es keine Rolle spielt, dass man die anderen Leute versteht, weil wenn man Musik zusammen macht, versteht man sich. Das ist egal, oder? Und da vielleicht, ja, ist das ein Grund gewesen, dass mich er noch vermehrt zur Musik gezogen hat. Ja, das ist durchaus denkbar. Jetzt in deinen Texten verarbeitest du das alltägliche Leben und auch viele deine Erfahrungen. Du kannst das bestätigen oder nicht, aber gibt es irgendetwas, wo du momentan so fester darüber nachdenken bist, am Grübeln, und könnte das Thema sogar in einen weiteren Song einfließen? Ja, das ist eigentlich immer so. Also das Leben ist ja eigentlich so interessant und spannend und es hat so viele Facetten. Und ich finde, es ist ja wichtig, dass man sich selber immer wieder ein bisschen reflektiert und ehrlich ist zu sich selber. Also so zum Beispiel Kopfkino oder was läuft zum Beispiel jedem Einzelnen im Kopf innen ab. Oder? Und das ist jetzt gerade das Thema, wo ich jetzt gerade aktuell darüber einen Song am Schreiben bin. Ja.
wo eigentlich das ist, wo nicht ist. Und trotzdem will man es manchmal gerne. Oder? Jetzt wollen wir natürlich in dieser Sendung unseren Zuschauern auch ein Müsterchen zeigen von dieser Show von heute. Welchen Song sollten wir spielen? Um welchen kommen wir nicht drum um? Die Sonnenseite. Okay, wunderbar. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt die Sonnenseite von Henna und seiner Band. Und, alles Spaß. Läuft, fast wie von selber. Es gibt nichts, was einem hier fehlt. Das ganze Glück auf der sonnigen Seite. Gesungen und zufrieden, du und ich. Komm, steig ein und nimm alles mit. Du die Augen zu, vergiss die Zeit. Es ist kein Traum, es ist wie Witz. Alles echt und alles, was für dich und für mich geht. Komm, wir feiern unser Leben. Und wir tanzen die ganze Nacht. Und wir singen, bis wir keine Stimme haben. Komm, wir feiern unser Leben. Und heute und hier. Und müssen nicht das ganze Glück auf die sonnige Seite. Zum Gott Frieden, du und ich. Komm, steig ein, und nimm alles mit. Du die Augen zu, vergiss die Zeit. Es ist kein Traum, es ist hier und jetzt. Alles echt und alles. Le prochain groupe vient de Berne. On les a déjà rencontrés l'année passée dans Vibration. Il s'agit des joyeux lourons de Trubaskater, des Bernois qui sortent leur instrument avant, qui mélangent hip-hop, rock, pop et folk. C'est parti! On est en compagnie de Kruze, le leader du groupe Trubaskater. Salut Kruze! Salut! J'ai une question qui va tarauder plutôt les Suisses allemands, mais Krater en français ça veut dire gueule de bois. Est-ce que vous faites tellement la fête que le lendemain c'est un peu difficile? C'est comme ça que tu as trouvé le nom? Nein, das stimmt nicht. Eigentlich ist der Name kommt so ein bisschen, weil ich vor der ganzen Geschichte mit der Band bin ich ein Jahr lang gereist. Das war so ein Lebenstraum gewesen, einfach so ein bisschen auf das Gratwohl raus in die Welt zu gehen, auf unbestimmte Zeit. Es war schön und das Heimkommen war so wie ein sehr, sehr langer Kater, der sehr harzig ist.
Und irgendwie aus dem heraus hat sich dann der Bandname ergeben. Qu'est-ce que t'as emporté niveau musical, bien sûr? C'est quoi les aventures que t'as vécues? Tu as vraiment fait du nord au sud, hein? New Orleans war krass, dann so die Appalachen, die Region. Dort hat so extrem viele Städte, die echt Musik feiern, wo Bands überall spielen, wo einfach so etwas herläufst, wo vielleicht 3-4 Leute zusammen Musik machen. Und das hat mich so inspiriert, irgendetwas Strassenmusikmässig zu machen. Und im Totalen so ist mir irgendwie aufgefallen, dass es viele Regionen auf der Welt gibt, die so einen Sound haben, was Sinn macht. Weißt du, wo du irgendwie hörst, ah ja, das ist Ande, das ist der Sound von dort. Und ich habe mich dann immer länger gefragt, was ist eigentlich der Sound von hier? Also, wie tönt das da? Und hey, finalement, c'est quoi le son du Seeland? Ich weiß es nicht. Ich bin mal limitiert. Wahrscheinlich nicht unsere Band, aber für mich ist schon, es muss eine Mischung sein aus französischen Einflüssen, aus irgendwie. Es braucht ein bisschen Balkan, es braucht ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Stock im Arsch Sound, irgendwie so ein bisschen finnischer Tango, irgendwie etwas, ein bisschen vielleicht Italo-mässig, etwas ein bisschen beschwingt. Ich glaube, das macht es schon aus. Also wir sind nicht Alphorn und Hackbrett, wir sind immer schon irgendwie von vielen Seiten beeinflusst gewesen. Darum habe ich das Gefühl, es muss so eine Mischung sein. Tu as dit vous vouliez être musicien de rue d'abord. C'est t'as emporté ça de ton voyage, mais c'était quoi qui te plaisait? Le côté bohème un peu, le contact direct avec les gens sur la même Oka-Höhe, comme on dit. Ja, das sicher. Also mir hat's fasziniert, dass du eigentlich du gehst nicht mehr spielen im Jetzt und Hier, und das ist nicht so das Konzert und so mit Promo, sondern du gehst schon manchmal nicht mehr spielen, wo die Leute wirklich nicht darauf gewartet, dass jetzt hier eine Band kommt. Und wenn es jemandem schnell nicht gefällt, sind sie weg. Und das ist genau hart, aber irgendwie auch sehr reizvoll. Irgendwie probieren Leute, die zuerst überhaupt nicht aufgelegt sind für ein Konzert und eigentlich nur ein bisschen schnurren wollten, plötzlich spielt eine Band. Und dann am Schluss hast du wirklich ein Konzert und die sind gegangen, die sind neu gekommen und das haben ein Fest. Also irgendwie so das Direkte. Gut, in New Orleans ist mir das so krass eingefahren, das wollte ich unbedingt auch machen. Ja. Alors, Koutse, on va passer une chanson pour nos spectateurs, un extrait du concert. Qu'est-ce que tu leur proposes? Es ist sehr schwierig, einen Song auszuwählen, aber wenn wir wirklich diesen Song nehmen, würde ich gerne den allerletzten zeigen. Und er heisst Lieber Fanfare als nie. Lieber Fanfare als nie, genau. C'est parti! Ja, bis wieder nie mehr hat Zeit, dass wir gut gehen. Und mir gut ausschaut, ja, dass sie einfach begangen. Bei mir heisst es Ciao, hey, vermiss dich, schau zu dir. Und sorry euch für die Erwartungen, ich hasse mich dafür. Und ja, ich bin noch jetzt jung gewesen, war keine Ahnung hatte, wie man sich trennt. Und mit dem Neben benommen und ich hab viel zu viel gesagt, was ich nicht hätte brauchen zu sagen. Aber wenn ich nicht davor stehe, genau das vorhat, Herz rein Vorsatz, legen wir die Zweifel, die Abgrundtiefe, Abgrund Pech mit den Klauen. Auch will ich hasse, wenn die Schulden ist lange, keine Sonne mehr gesehen, wird sie grösser als stärker als die Werte. Und wenn Felder sich ein ist, was eingeschlafen hat, vergräbt sie sich mit der Tätin. Ja, ich weiß, das ist ja kein Ausrede mehr. Ich hab die Chance auf alles gehabt. Ich hab dich geküsst, ehrlich, wirklich, glaub ich's. Hab's einfach nur falsch gemacht. Und ja, ich hab viel zu lange dir gesehen. Nicht der gleiche Zahn und gelächelt. Sorry, dass wir da nicht reingesehen. Es könnte etwas zerbrechen. Aber glaub ja nicht, ja nicht. Alles nicht bereuen, es nicht probieren zu spülen. In Nächten lang knäulen am Boden und noch tiefer. Kann sinken als meine vollgelaufene Ficken. Aber glaub ja nicht, ja nicht. Es ist einfach so einfach. Ich und meine schwarzen Schäfli verbringen echt los im Vollmond. Du heulen zusammen mit der Wolfin. Oh, oh, oh.
Leben in Nummer 10, was nicht passiert. Und verdammt, ja, ich gebe es dir zu. Ich hab dich lieb, und ich wär so dir vorgestanden. Dir das mal zeigen, Weg auf den Stegen, du im Zimmer am Lächeln. Aber vor dir Tür hat es eine Schlucht gehabt. Kurz bevor ich da bin, zieht sie sich auf da. Und vielleicht wär ich gesprungen, aber wär ich nach der Luft. Dann packen wir wieder, dann packen wir wieder. Die Klauen, die Kauten, Finger mit Falten. Tieren und Biegen und ziehen dich und halten mich weg. Zusammen, was ist so einfach ein Schein. Aber mir geht das nicht rein, wie man kann. Also bin ich wieder vor. Also bin ich wieder vor, 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 vor. Ja, das war ein Ausschnitt von Trubas Kater und jetzt schaue ich mich mal auf das Geländewagen und schaue, wie sich die Leute hier begrüßen. Loris und ich haben natürlich eine spezielle Begrüßung, ich weiss nicht, ob die daran herkommen, darum gehe ich jetzt mal los. Hallo zusammen, gibt es irgendeinen Handschlag oder eine Umarmung, ein Küssli? Wir knuddeln uns. Dürfen wir das sehen? Wollen wir uns knuddeln? Oh. Okay. Voilà. Ah, so schön. Handshakes, Handclaps oder Umarmungen, gibt es das bei euch? Ja, das geht schon. Also, vielleicht mal demonstrieren. Ja, ganz einfach. Ah, sehr simpel. Nein, kein Gruß, sorry. Wir sind Brütschen. Wir kennen noch niemanden hier. Wir kennen noch niemanden hier. Nicht aus dem Dorf sind, böse gesagt. Aber gibt es nicht einmal eine brüderliche Umarmung oder so? Also mal, das ist so. Das ist ein Gruß. Und dann das Bier hing über den Rücken legen. Genau. Dann, ich möchte aber auch einen, komm. Okay. Ah, ja, klar. Wir nehmen jetzt euch. Ihr seht auch noch jung und frisch aus. Wir möchten gerne von euch wissen, wie ihr euch begrüßt. Also habt ihr irgendwie so eine Handschlagabfolge, die ihr immer wieder macht, die 5 Minuten dauert? Nein, nein. Wie sieht eine Begrüßung bei euch aus? Ja, hallo. Das möchten wir gerne auf Band aufnehmen. Dürftet ihr das gerne vormachen? Ah, okay, das ist ohne Umarmung, hey, ja. Ja. Ja, wir kennen sich schon. Ja, schon lange. Guten Morgen! Einfach! Gibt es irgendwie so eine Umarmung oder habt ihr einen Handshake, so einen Abfolge, den ihr immer wieder macht? Smiley gibt es nur per WhatsApp. Fertig! Sie schickt eine Begrüßung per WhatsApp. Ja, genau. Meistens. Und jetzt, wo ihr euch hier getroffen habt, wie habt ihr euch begrüßt? Das könnt ihr auch nicht per WhatsApp machen. Einfach München. München, wir haben schon vorher getroffen. Okay, gut. Dürfen wir das sehen? So eine kurze Begrüßung von euch, das wäre auch nett von euch. Ja, wie ihr seht, die Leute umarmen sich, sie küssen sich. Manchmal kommen sie sich einfach auch gar nicht an. Schon eine Variante. Ja, die nächste Band braucht keine Vorstellung mehr. Das Einzige, was sie vielleicht braucht, ist deine Nummer, falls sie mit 079 anfängt. Ich gehe jetzt zu Lowlady. 1, 2, 3, go! Oh yeah! Etwa so, etwa so, etwa so! Und gut! Shut down auf gut! No 079 ist nicht euer erster Hit, den ihr gelandet habt, aber es ist doch speziell, über 20 Wochen auf dem 1 in den Singlecharts. Ist das für euch eine Überraschung? Und was ich eigentlich wissen möchte, ist der Song spontan entstanden und wie lange habt ihr für den gebraucht? Dann gehen wir auf die zweite Frage. Ja, der Song ist recht spontan entstanden, glaube ich, im Vergleich mit vielen anderen Songs. Ich glaube, insgesamt, wenn wir es zusammenzählen, haben wir etwa 3 Tage wahrscheinlich dran geschrieben. Also wir haben viel diskutiert, aber effektiv geschrieben haben wir etwa 3 Tage lang. Es ist eine Zeit gegangen, bis wir die Storyline hatten, wo es hergehen muss. Aber das ist wirklich eigentlich recht kopflos passiert. Genauso kopflos wie der Armtropf vor das Tram läuft am Schluss. Dann wisst ihr im Voraus, ob eure Songs oder welche von diesen Songs von einem Album könnte durchstarten oder seid ihr völlig planlos? Nein, es gibt ja schon so Gesetzmäßigkeiten, was überhaupt in ein Radio schafft. Und
und auf was sie schauen und was vielleicht auch eingängig ist. Das sind also ein paar Regeln und zum Glück funktionieren dann Hits einerseits zwar nach diesen Regeln, aber wenn man einfach nur straight nach denen geht, ist es noch nicht zwingend ein Hit. Das heisst, es hat so Anzeichen gegeben, ja, das könnte eigentlich funktionieren. Darum waren wir auch ein bisschen nervös, den definitiv aufzunehmen. Wir hatten dann die Idee gehabt und eben, wie gesagt, recht schnell geschrieben. Weil wenn man weiss, dass die Idee gut ist, dann geht es eigentlich nur noch darum, es einfach niederzuschreiben. Wir haben dann mega lange gewartet und es war der letzte Song, den wir aufgenommen haben, Update 4. Weil wir so ein bisschen Ehrfurcht hatten im Sinne von, ja, aber jetzt müssen wir es umso besser aufnehmen, weil wir wissen, es könnte gehen. Aber mit «es könnte gehen», und das ist nicht die allererste Frage von dir, die noch nicht beantwortet ist, haben wir natürlich nie an solchen Erfolg gedacht, wie jetzt ist passiert. Das sind wir natürlich sehr überrascht. Seid ihr schon mal im Zug, im Tram oder irgendwo im Bus auf der Straße gestanden, gehockt, was auch immer, und habt ein kleines Kind oder irgendein Kind gehört, einen Text von euch zu singen? Was geht einem da durch den Kopf? Ja, ich war letztens im Tram, da sind so zwei Gielen vor mir gehockt, die haben mich nicht gesehen oder nicht erkannt. Und ich bin einfach so hergehockt und plötzlich höre ich, was hat sie gesagt? 144 hat sie gesagt. Und der Stier trinkt ein Bier, haben sie gesagt. Sie haben es einfach so selber weiterdichtet. Es war so ein schöner Moment. Mir kam so das Kindergartensprüchchen, 1, 2, Polizei, 3, 4. Ich weiss auch nicht, wie es ist gegangen. Grenadier, genau, niemand hat gewusst, was das ist. Ich weiss immer noch nicht. Drauf geschissen. Ich habe mal einen 5-jährigen Bub gehört, ein anderes Lied von uns singen. Das ist mein Halbbruder, der ist 5. Und er hat ein älteres Lied von uns gesungen, das heisst «Chanson». Und der Refrain ist «Nein, niemand weiss, was mit seinen Kindern geschehen wird». Und wir haben gleich Vater, das ist irgendwie noch schön. Wir wollen den Zuschauern daheim natürlich auch noch ein Stück zeigen von euch. Was würdet ihr ihnen empfehlen, für all die, die nicht einmal Mordbundart sind? Ja, du verziehst jetzt ein bisschen das Gesicht, ist noch schwierig, gell? Ich finde es so schwierig, weil so Lieblingslieder wechseln immer ein bisschen. Aber wir haben heute schon mal über das geredet und wir würden zwei empfehlen, wenn das okay ist. Nämlich die zwei, die wir uns einzeln freuen, und das sind «Zuguma» und «Kubaba». Das sind beide Songs vom aktuellen Album «Update 4». «Zuguma», weil wir es sehr selten live spielen, das heisst, es ist heute ein bisschen ein rares Ereignis. Und «Kubaba» lohnt sich, glaube ich, weil es ein sehr abwechslungsreicher Song ist, der einfach fängt. Wir lassen unser Rad drehen und ich bin gespannt, welchen Song wir hören von Low Ludwig. Merci vielmals. Kein Mendig, kein Zistig, kein Mittwoch. Geh mit einem Weg im Gip, sag mir Witzsprung. Und ich geh mit einem Weg im See, Flamingo. Schau, dass das, was dich antreibt, nicht Angst ist. Nicht am Donnerstag, nicht am Freitag, nicht am Samstag. Ob es fast Platz findet, jeder Platz hier. Vergiss die Schlampe. Hey. Fuchs und Hess gut Nacht sagen. Zwischen Mutti und den Nutten an der Bar hängen. Wo sind die Fuhren auf der Chasse? Adi Wang, Adi Wang, Adi, Adi Wang. Du bist so eingeflogen, du bist mein Höchste. Du bist mein Abgrund und du bist nur mein Höchste. Ei, 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 jeder Tag. Kuba war mein Bürger. Yeah, jeder Tag. Kuba war mein Bürger. Yeah. Und wenn der Begustig, wenn sie Gintler auch noch blieb, wenn sie Gintler auch noch blieb. Ay, 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 jeder Tag. Kuba war mein Mann. Oh, jeder Tag. Kuba war. Ja, nur wenn jeder Tag Domino ist. Es ist nicht anders, als dass jeder Tag ein bisschen schwieriger ist. Baby, es ist wieder wie denn. Es ist wieder wie denn. Es ist wieder wie morgen. You know I got it. Das ist der Ort, wo du Weezy noch nicht skaten. Bist du ein bisschen einsam, der findet dich. Wir sind auch noch nicht, weisst du, wir planen seine Ferien. Oh. Wir reden von der Tanne, aber sie mehr, mehr. Lieber Meiko, Cubano, Dominicano, oder Plasterano. Und hier sind wir rechts gestanden. Du weisst, Club und Lotto, Roma, Mama. Roma und Greis, Chef mit Gucci-Frauen. Oder Tommy Versace, Revolutsgebühren. Yes, Triana, zeig mir, wie die Jutsis füllen. Und es geht. Rum pa pa pam, rum pa pa pam. Du bist so Hitler, du bist mein Höchster. Du bist mein Abgrund und mit bist du mein Höchster. Ei, 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 jeder Tag. Kuba war mein Bürger. Oh, jeder Tag.
keine Kustik, denn sie gibt's da, wo noch blieb, denn sie gibt's da, wo noch blieb. Ei, 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 jeder Tag, Kuba Ball, oh, jeder Tag, Kuba Ball. Die Hälfte Vibration angelangt hier von Mor Bundart. Wir haben den Henna gehabt, Rubens Kater und Lohan Lötig natürlich. Es war wunderbar bis jetzt. Gut, top. Und sich tut alle für die Royal Arena, ist ça? Es ist ja so, es geht weiter mit der Royal Arena in ein paar Minuten. Also darum würde ich sagen, bis gleich, oder? Ja, Mick, da wird Colon, lass tomber. Tschüss. Ciao, ciao. Kirchhofer, Uhren und Bijouterie im Le Biel und Sandgebrück. Best Service for you.